My fifth tier peace sign, still it doesn't mean that I'm gonna resign. They wouldn't get it even if they try to. They're just busy troubling the world inside my eyes. Hier sind so um die 20.000 Zuschauer, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wenn man da auf der Hauptbühne spielt, auf der Mainstage, dann muss man wirklich verdammt nervös sein. Deswegen habe ich mir gedacht, helfe ich euch mal ein bisschen, eure Psyche so ein bisschen jetzt in Gang zu bekommen, euch quasi zu helfen, dass ihr das heute durchsteht. Wir machen jetzt hier einen kleinen Psychotest, deswegen herzlich willkommen auf meiner Couch. Und ich möchte, dass diejenigen, die mir nicht antworten, einfach nebenbei so ein bisschen malen, was euch so durch den Kopf geht. Denn am Ende eines Psychotests muss man ja immer irgendwas Bildliches haben, woran man die Psyche analysieren kann. Ja? Führt euch frei. So, und wenn es am Ende nur ein Strich ist, das sagt ja auch schon eine ganze Menge aus. Was hast du denn für eine Neurose und was für Angstzuständen leidest du? Ich bin jemand, der oft den Rucksack kontrolliert, ob alles drin ist. So der Geldbeutel, der Schlüssel und so. Ich bin andauernd so jemand, der dran greift, guckt. Und was glaubst du, was ist hier seine größte Macke? Von wem? Meine. Von Kandidat A? Mir fällt nie was ein. Bin nicht schlagfertig. Was hast du denn seitdem ihr so ein bisschen mehr unterwegs seid als Band, hast du da schon dekadentere Sachen zu essen bekommen? Oh ja. Auf jeden Fall, vor allem in Frankreich. Wir haben hier in Frankreich veröffentlicht, unser Album, im Mai. Und bis auf unser letztes Konzert in Frankreich hatten wir durchweg exquisites Catering. Also sehr lecker immer. Catering. Habt ihr auch untereinander so ein bisschen gelitten in den letzten Jahren? Nee. Nee. Wir sind echt nett. Ja, wir mögen uns ganz gut. Ich bin aber ziemlich auf Hunger, das ist ziemlich schwierig. Das ist schwierig. Wenn er Hunger hat, dann spricht er auch darüber. Gerne und viel. Okay. Aber deshalb leidest du. Sometimes there's no healer. You're drowning in the void, sharing rooms with misery. Wenn jetzt irgendwie ihr Damenbesuch oder meinetwegen Mutterbesuch bekommt, was ist denn so ein Ding, was ihr auf jeden Fall noch ganz schnell wegräumen müsst, weil es immer rumliegt und oder irgendwas, was ich bin. Ich bin tatsächlich sehr ordentlich. Also ich bin da auch ziemlich fanatisch. Also okay. Alles ist an seinem Platz. Immer. Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten jetzt hier so auch herauszufinden, wer denn hier eigentlich der tongebende Mensch ist bei euch dreien. Das ist ja, wir sind ja... Ein Herz und eine Seele. Ja, weiß ja gar nicht, wie man das nennt. One Aber love. Jeder ist hier total auch mit von der Partie und gleichberechtigt und bei uns darf jeder machen, was er will. Dann zeig doch mal, was ihr hier so gemalt habt. Fangen wir mal bei dir an. Wo ist denn dein Kunstwerk? Puh, ist das heiß. Wenn du dir das anguckst, was glaubst du? Was ist mit ihm falsch? Ich glaube, ihm ist heiß. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall der Junge, dem Koch, der Kopf. Wahrscheinlich ist er auch ein bisschen wirklich überfordert mit der Situation, aber ich glaube, ich nicht. Ja, er unterdrückt das. Also ich sehe, die Strahlen kommen raus aus dem Kopf. Wie ist dein Bild? Zeig mal dein Bild, bitte. Fun in the Sun. Mehält. One love. So was mir durch den Kopf ging. Was geht dir durch den Kopf? Da hinten ja. So als säßen wir auf der anderen Seite des Sees. Also du musst wieder packen. Auf der anderen Seite. Zeig mal noch ganz kurz dein was Bild. Hode. What? Hode. Das ist richtig tiefgründig. Erzähl. Da ist meins schon wieder oberflächlich. Hode, das sagt man in der Metzgerei, Fleischerei. Aha. Ja, also ich finde, ihr wirkt auf jeden Fall relativ locker, tatsächlich dann doch. Vielleicht hat es auch was gebracht, dass wir jetzt hier noch was aufgemalt haben, dass ihr eure Seele sozusagen ein bisschen entlasten konntet.